Herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Ich bin mutiert, krank, Hunger, Durst, alles blinkt, alles leuchtet rot. Mein Bildschirm wird rot. Oder war das gerade einfach nur die Abendsonne? Wer weiß. Also, erstmal hier gucken. Aster. Frag mich nicht, was das ist. Sieht aus wie irgendeine Blume. Okay. Hier zwiebel ich mal was rein. Das sieht gut aus. Dann das schmeiß ich mal weg. Hiervon gebe ich mir gerade mal ein paar Effekte. Parasiten gehen noch 2 Stunden. Ich mach's weg. Geht ja nicht anders, sonst verbrauchen wir unnötig viel Essen. Dann einmal das hier. Das sollte reichen. Prima, sehr gut. Und hier. Okay, dann schauen wir mal nach, was die Quest denn ist. Genau, ich muss Rose Quest abschließen. Ah ja, richtig. Das Lager der Raider. Da müssen wir diese verschiedenen Schlüsselteile finden, die bei den verschiedenen Raider-Gruppen liegen. Das als nächstes die Fallensteller. Die waren, was hat er gesagt? Die waren irgendwie zu blöd für irgendwas? Gucken wir mal. Huntersville. Ach, ich glaube, in Huntersville sind auch die ersten Supermutanten entstanden sogar, wenn ich mich nicht täusche. Weil dort... Ah, Westec. Ich glaube, Westec war es. Die haben durch ein fehlgeschlagenes Experiment das Grundwasser verseucht mit dem FEV-Virus. Das ist nicht gut. Was ist mein MG? Mein MG? Oh. Okay, dieses Geräusch, was man gerade gehört hat. Wenn man das hört, sollte man Abstand nehmen. Das ist ein sogenannter Selbstmörder-Supermutant. Und die tragen eine kleine Mini-Atombombe mit einem Fernzünder mit sich rum. Das heißt, die rennen auf einen zu, wie so kleine Al-Qaidas. Und sobald die... Was ist das jetzt? Ach so. Sobald die einen erreichen, explodiert es. Ich muss jetzt mal gucken, welcher von denen es war. Die haben oftmals nichts an. Oh, ich habe mir da auf die Zunge gebissen vorhin. Das könnte der sein. Ah, schwierig zu sagen. Der da könnte es sein. Zumindest, die haben oftmals... Der ist es. Ja. Die haben oftmals, wie man sieht, der ist rot irgendwie angemalt, wahrscheinlich vom Blut. Und der hat kein Harnisch oder kein Helm an oder sowas. Da muss man aufpassen. Ich greife jetzt mal nicht an, weil sie sind Level 30 und höher. Ist vielleicht nicht so gut. Man kann die ganz einfach ausschalten, die Selbstmörder, indem man auf die Mini-Atombombe schießt, die sie dabei haben. Das ist so ein... Ja, die halten sie unterm Arm und die blinkt so rot. Oder, andere Möglichkeit, man tötet sie durch halt präzise Schüsse und dann kann man die Mini-Atombombe looten. Man hat hier mehrere Möglichkeiten, wie man da vorgeht. Ich versuche immer ganz geschickt. Da ist ein Spieler, der scheint hier aufzuräumen. Ich versuche mal ganz geschickt hier außen rum zu kommen. Ich hoffe. Das sieht nicht so gut aus. Ich gehe auf Nummer sicher und gehe doch hier außen rum. Vielleicht nicht in das Todeslager da oben. Was gibt's hier? Aluminium. Das nehme ich jetzt gerade mal mit. Wie sieht's denn eigentlich hoch? Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Gewicht? Ja. Ich brauche nicht viel Gewicht. Weil ich halt weiß, was für ein Schrott ich mitnehmen kann, der mir was bringt. Und welcher eben nicht. Aluminiumerz. Aluminium braucht man viel. Wenn man jetzt keinen Aluminiumschrott findet, ist das Erz doch ganz gut. Das hier sind, glaube ich, ist das Honig? Leuchtendes Harz. Ich nehme es einfach mal mit. Keine Ahnung. Leuchtendes Harz sagt mir jetzt gerade nichts. Aber... Das kann auch... Das muss nichts heißen, ne? Ich kenne, wie gesagt, nicht alles. Ich kenne einige Sachen. Okay, und so gegen den
die farblich sehr monoton sind, kann immer mal Q drücken in dem Fall. Aktiviert den Wetz. Dadurch sieht man dann auch, ob das Spiel einen Feind erkennt, den man selbst mit bloßem Auge nicht sieht. Auch in Entfernung nicht schlecht. Okay, hier ist das Lager der Fallensteller. Hier sollten wir aufpassen, denn es sind Fallensteller. Und sie sagt ja, wir sollen auf Fallen aufpassen. Keinem nichts, Minen nicht vertrauen. Bären fallen auf den Boden. Irgendwelche Drähte. Irgendwelche Druckplatten. Okay, Feinde sind hier keine anscheinend. Ich geh mal hier hoch. Ist das eine Falle? Nein. Das hier... Okay, das ist auch mal ein Scheißhaus hier. Kann mir vorstellen, dass es sehr praktisch ist, doch irgendwann ist es halt auch voll da unten. Es sei denn, man hat wirklich nicht vor, da unten irgendwas zu machen. Weil sonst muss man es früher oder später wegräumen. Das wird dann wiederum nicht so angenehm. Was haben wir denn hier? Ein Kampf-Scharfschützengewehr? Aber können wir Kampfgewehre schon benutzen? Ich dachte, die sind alle erst mit Level 50? Ja. Ja. Ich nehme es mal mit, aber sobald der Platz benötigt wird, schmeiße ich es weg, weil Level 50. Hallo? Okay, da ist noch eine Kiste. Mehrere. Gibt's hier was? Nehmen wir mal mit. Ich habe tatsächlich, was mir gerade so einfällt, wo ich hier bei den Fallenstellern bin, noch nicht ein einziges Terminal gefunden, auch im anderen Charakter nicht, was mit einer Falle besteckt war. In den anderen Teilen gab es ja oft, dass da so eine kleine Antenne rausgeguckt hat und wenn man da ran ist, ohne das zu entschärfen, ist es einem um die Ohren geflogen. Ich habe das hier noch nicht ein einziges Mal gefunden. Ich weiß es nicht, ob es das gibt. Die Chancen stehen relativ gering, da, wie gesagt, ich schon an einigen Orten war. Definitiv nicht an allen. Und... Okay, was ich mit... Moment. Oh, ein Sturm. Ach, echt jetzt? Hier, lesen. Puff. So, und wo ist jetzt das Schlüsselteil? Ich weiß jetzt... Wenn man es findet, wo muss ich jetzt hin? Komisch, aber das ist hier noch keine einzige... Falle, ja. Ist der Stein hier gerade runtergefallen? Oder war... Ach, das war dafür gedacht. Ah, ich sag noch gerade. Komisch, dass ich noch keine einzige Falle gefunden habe. Zack. The fuck? Was ist das denn? Hä? Was war das? Irgendein Feuerwerkscheiß. Okay, die Dinger löse ich mal aus. Das würde ja nicht dummerweise reinlatschen. Das wäre nicht so angenehm. Muss ich sagen. Komme ich da hin? Wenn ich dieser Straße jetzt folge, ja, komme ich ans Ziel. Hier war mal ein Feind. Ich finde es auch... Also es ist natürlich... Okay, erstmal Gegner entfernen. Es ist natürlich eine... Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Es ist natürlich schade, dass man nicht mehr die toten Gegner hier rumliegen sieht. Sobald sie tot sind, beziehungsweise eine ganze Weile. Aber dann verwandeln die sich in so einen Haufen. Auf der einen Seite sieht man natürlich nicht mehr die Gegner, was schade ist. Aber auf der anderen Seite kann ich es absolut verstehen, da halt so viele Gegner hier sind und
so viel gleichzeitig geladen wird von der Karte, vom Server aus gesehen, weil so viele Spieler verteilt sind, und überall tote Gegner rumliegen zu lassen, das würde, ich glaube, auf die Rechenleistung gehen extrem. Das nehme ich mal mit. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, was ist das? Okay. Dass die deshalb das so geregelt haben, dass sie sich einfach in so ein Stück Fleisch verwandeln. Was dann einheitlich überall rumliegt, nicht viel Rechenleistung kostet. Das ist okay. Mich stört's nicht. Ganz ehrlich. Ragdoll ist natürlich super lustig. Da passieren noch ganz weirde Sachen teilweise. Aber wie gesagt. Mich stört es nicht. Es schmälert nicht den Spielspaß, meiner Meinung nach. Ah ja, guck, so Sachen zum Beispiel. Den kann man gar nicht sehen. Der muss irgendwo dastehen. Ja, natürlich. Den hätte ich gar nicht sehen können. Da ist er noch. Schwierig. Da. Nee. Daneben. Und das war der Wolf. Gibt's aber noch einen. Ich lade gerade mal nach, bevor sie hier sind. Das war, ich wollte gerade sagen. The fuck? Ja, lade nur nach. Alter. In aller Ruhe nachladen, weißt du? Ist alle Zeit der Welt. Ey, ey, ey. Wer muckt hier rum, ja? Okay. Der bissige Wolf. Guck mal da. Wie? Ach komm. Riecht man halt so hin. Da ist auch das kranke Vieh. Sehr schöner Treffer. Och komm. Und weg damit. Keine Gegner mehr. Gut. Nachladen und gib ihm. Das sieht aus wie ein Friedhof. Ah, guck mal hier. Bowie-Messer. Nehmen wir mit. Ja, easy. Wir lassen denen hier doch keine Items. Hallo? Alter, glaubt auch, wir hätten hier Pietät oder was? Gibt's denn sowas? Toten brauchen das nicht. Gönn doch. Was ist das hier? Erkennungsmarken, die nehmen wir mit. Oh, automatisch. Und ein Kampfmesser. Natürlich sind wir überladen. Wie hätte es auch anders sein können? Lasergewehr kann ich benutzen. Ich würde gerne das automatische haben, wenn das geht. Oh. Okay. Schmeiße ich das mal ganz getrost weg, ne? So wie das hier. Und komm, das auch. 14. Das ist viel zu viel Gewicht im Inventar. Wo habe ich denn das jetzt? Ich benutze das mal. Weil das ja eh. Oh, das sieht nur super Mutanten aus da vorne. Ich muss da hoch. Ich will nicht. Kann ich noch irgendwie absagen? Warte mal. Ach so. Ja, ja, ja. Kann ich irgendwie. Oh, Hunter's Bay. Jetzt sind wir voll drin. Das ist nicht so gut. Was habe ich denn an Granaten ausgerüstet? Nichts, natürlich. Ich habe hier auch keine. Irgendwie nur immer so eine davon, eine hiervon. Vorsicht. Wen haben wir denn da?
Ich soll hier vorne herkommen, dann kann ich ihn wegsnipern. Ne? Will er nicht? Kann ich da irgendwie hoch? Hallo? Darf ich sein? Ja. Ah, guck mal hier. Sehr schön. Guck mal hier. Ein paar 44er Patronen. Nehme ich natürlich mit. Ich ändere hier mal meine Position, damit ich ein bisschen erhöht bin. Ich sehe. Die Geräusche kamen aus dieser Richtung. Was gibt's da? Der Zwerg vergräbt Mr. Jangles. Oh, das nehmen wir mit. Ich würde gerne da. Hahaha. Ihr sneakt. Nice. Was hast denn du dabei? Kurzes automatisches Impro-Gewehr. Oh, ein Heimel. Taugt das was? Also. Eigentlich nicht. Gut. Dann brauche ich dich auch nicht. Das sieht aus wie ein Kellereingang. Kommen wir allerdings nicht rein. Vielleicht von woanders. Guck gleich mal. Okay. Okay, dann haben wir einen. Ah ja, die Hitbox. Mir kann keiner erzählen, dass der nicht drauf war, ganz ehrlich. Die Kugel fliegt ja wohl nicht nach oben, oder? Ich schieße jetzt mal genau hier hin. Wow, genau in dem Moment geht er weg. Was ein Sack. Oh, oh. Oh. Oh, oh, das sind ja ein paar. Das habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann heile ich mich mal, ne? Was war? Stopp, das ist falsch. Der Level 25, 28. Du Scheiße. Bist du Level, Ich überlege gerade immer die Tasten rausholen. Okay, und ciao. Ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen anders, Zum Teufel, wo kommt der jetzt her? Nein, 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 halt dich doch. Ja, gib mir das, was du hast. Gib es mir. Wo? Du bist nicht interessant. Plasmagranate will ich für den 28 aufheben. Das ist auch nicht dieser hier. Alter. Lauf! Ja! Okay. Explodier halt nicht. Schön. Oh mein Gott. Warum kommt denn der High Level da auf einmal? Was hat der denn da verloren überhaupt? Oh mein Gott. Er bleibt einfach stehen, wenn er getroffen wird. Nice. Ich höre noch einen kommen. Hä? Was zum... Okay. Genau. Alter, was ist denn hier los? Das war ein bisschen fehlkalkuliert, würde ich sagen. Habe ich denn noch eine Granate? Nehmen wir Molotow-Cocktail. Also. Das war. Welche Nummer war denn das? Das war hier. Okay, zwei Schüsse Magazin leer. Ich verstehe. Alter, mach nicht Schaden. Geh weg. Ich will dich hier nicht. Hihihi. Das ist falsch. Das ist richtig. Oh mein Gott. Müssen wir erstmal alles mit. Erstmal, Alter. Ich habe nichts mehr zum Heilen, oder?
Ne, Simpacks sind fertig. Ich bin am Arsch. Alter, das war gerade ein bisschen... Es kam relativ unerwartet. Fuck. Na gut, na gut. Ich nehme einfach erstmal alles mit. Ich gehe jetzt mal... Huch, was? Nein. Hä? Na gut. Ich nehme jetzt erstmal alles mit. Hoffe, dass da was Gutes drin ist. Ja, das. Okay. Schade, dass die Plasma-Granate nicht hochgegangen ist. Das war ein bisschen dumm. Automatisch dumm für Level 30. Da bin ich noch weit von entfernt. Es wiegt leider zu viel. Und tschüss. 45, 15 kann ich aufheben, tatsächlich. Das ist nicht so weit. Jagdgewehr, komm weg. Das hier. Weg. Weg. Wie sieht's hier aus? Kann ich irgendwas. Ne, hab ich überhaupt nichts. Boah. Ja, das hat jetzt leider richtig viel Zeug gefressen. Boah, das ist widerlich. Das war der Level 28er. Der hat so ein bisschen. Ich geh mal lieber. Der hat so ein bisschen dazwischen gefunkt. Da wäre das vielleicht auch ein bisschen anders ausgegangen. Der hat sau viel Schaden gemacht. Okay, ich loote die hier erstmal. Legt mir ein bisschen zu offen auf der Straße. Sir? Oh, Bauch ist seltsam gebläht, als ob jemand sich daran zu schaffen gemacht. Solltest du dir das genauer ansehen, bevor du fortfährst. Ein Bauch der Leiche. Wie mache ich denn das? Wie kann ich das denn untersuchen? Sieht echt ein bisschen gebläht aus von der Seite. Aber wie kann ich jetzt... Will ich einfach mitnehmen? Schon gedacht, dass diese Mutantenbestien Walter und die Fallensteller erwischt haben. Echt ein Jammer. Andererseits war es vielleicht nicht besonders schlau zu bleiben, nachdem sie rausgefunden hatten, dass diese Riesentölpe in der Stadt Amok gelaufen waren. Finden sie als nächstes doch heraus, was mit den Knallharten passiert ist. Wahrscheinlich sind sie einfach verhungert, nachdem Margie verschwunden war. Alles nichtsnutzige Weicheier. Margie hatte ihr eigenes Zimmer bei den Sanitarpesten. Das ist ihr letzter bekannter Aufenthaltsort. Finden Sie heraus, ob sie irgendwas zurückgelassen hat. Das kann ich gerne tun. Explodiert er jetzt nochmal? Ich gehe mal lieber weg. Ist doch einer drin. Hä? Der hat das alles nicht mitbekommen? Dein Ernst? Hä? Nicht jetzt? Wow. Okay. Die haben hier überall Knochen. Die haben die Menschen halt gegessen. Das ist schon hart widerlich. Ich würde gerne mal kochen, um mal ein bisschen gewichtlos zu werden. Das nehme ich gerne. Ja, ja. Danke sehr, danke sehr. Kann man auch mal machen, du. Was ist hier passiert? Wo ist mein Gewehr hin? Warum hat er das nicht gespeichert? Ach, der hat das da oben hingelegt. Hier kann ich aber nicht drücken, das ist Minus, das ist...
Das ist kein Knopf auf meiner Maus. Ich brauche einen Knopf, der auf meiner Maus ist.